Liebe Schwestern und Brüder, in der ältesten Lebensbeschreibung des Tagesheiligen, dieses großen Heiligen Philipp Neri, der in diesen turbulenten Kirchenzeiten ein unglaubliches Licht für die Kirche gewesen ist. Wir reden über das Zeitalter der Reformation und der sich hinziehenden katholischen Reform. Wir reden von großen Zeitgenossen wie Ignatius von Loyola, Teresa von Avila, all diese großen, Karl Borromäus, Leute, die sich kannten, die in Briefkontakt oder persönlichem Kontakt standen. In der ältesten Lebensbeschreibung heißt es vom Lebensende des Philipp folgendermaßen: Als die Zeit nahte, da er aus diesem Leben scheiden sollte, feierte Philipp jeden Morgen die heilige Messe mit einer so offensichtlichen Freude, dass man geradezu sehen konnte, dass er ahnte, wie kurz die ihm verbleibende Zeit war. Am Fronleichnamsfest, dem 25. Mai, Philipps letztem vollständigen Tag auf Erden, feierte er sie fast singend. So groß war seine Freude, als er das frohe Fest im Himmel näher rücken fühlte. Zu Beginn der Messe starrte er zum Berg des heiligen Onophrius, fast als sähe er dort etwas, was uns anderen verborgen blieb. Man muss nicht den Hintergrund jetzt ganz erzählen, dass es ganz ungewöhnlich war, dass jemand jeden Tag zelebriert in dieser Zeit. Das hatten wir ja die Päpste getan, noch manche große Heilige. Philipp tut das. Er ist einer der Vorreiter dessen, was dann unter dem Stichwort der tridentinischen Reform, dieses wirklichen Reformkonzils von Trient, um alle Schrecklichkeiten der Kirche auch zu beseitigen und mit der Wurzel auszureißen. Er ist ein ganz wichtiger Impulsgeber im Hintergrund dafür. Aber es ist interessant, dass er diese freudige Feier der Messe an seinem Lebensende als einen Aufstieg sah. Ich finde das deshalb bemerkenswert, als nicht selten östliche Theologen beobachten, dass wir im Westen, die lateinischen Christen, die Messe immer mehr als Abstieg sehen. Also Christus neigt sich in der Messe in diese Welt hinab. Die östliche Theologie geht einen anderen Weg. Sie sagt grundsätzlich, es geht um Aufstieg. Diese Welt ist im Aufstieg begriffen, wenn sie Eucharistie feiert. Es ist spannend, dass Philipp Neri eine Brücke hier zwischen Ost und West bildet. Vielleicht hängt es mit seiner Liebe zu den Mönchsvätern zusammen, die er eifrig studiert hat in jungen Jahren, die ihn dann seinen Weg führt. Aufstieg. Wir können einer solchen östlichen Stimme einmal kurz Gehör schenken, damit deutlicher wird, was gemeint ist. Die Eucharistie ist immer ein Exodus aus dieser Welt, ein Aufstieg zum Himmel. Und der Altar ist ein Symbol der Realität dieses Aufstiegs, seiner eigentlichen Möglichkeit. Denn Christus ist zum Himmel aufgefahren und sein Altar ist himmlisch und geistig. In dieser Welt gibt es keinen Altar und kann es ihn nicht geben, weil das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, dass wir den Altar nicht deshalb mit Ehrfurcht betrachten, wir küssen ihn, verneigen uns in Ehrfurcht vor ihm und so weiter, weil er geheiligt sozusagen zu einem geweihten Gegenstand geworden ist, sondern weil seine eigentliche Heiligung und Weihe in seinem auf die Wirklichkeit des Gottesreiches Bezogensein besteht. In seiner Verwandlung in ein Symbol des Gottesreiches. Philipp Neri hat das nicht nur gefühlt, erlebt, sondern er hat es verstanden. Wenn er die Messe feiert, nimmt er teil am Gottesreich. Wenn wir das an uns heranlassen und es durchaus als Botschaft des Philipp Neri für unsere Zeit sehen und begreifen, denn diese Botschaft ist hochaktuell, vielleicht verstehen wir dann die Distanz, die entsteht, wenn wir den Altar wegschieben, wenn wir einen einfachen Küchentisch nehmen, wenn wir sagen, wichtig ist, dass wir uns treffen und wenn der Ritus,
den die Kirche immer bewahrt hat, des Hinaufsteigens. Wir sind schwache Menschen, wir brauchen die Erinnerung auch körperlich, dass wir nicht einfach an den Altar hinzulatschen, sondern dass wir hinaufsteigen, dass wir Schritt für Schritt nach dem Hören des Wortes Gottes, indem wir uns ihm nähern, nachdem wir uns vorher gereinigt haben, hinaufsteigen zur Eucharistie und in der Eucharistie zu Christus selber, seiner Wirklichkeit, seinem Leben hinaufgenommen werden, was wir gestern gefeiert haben im Fest der Himmelfahrt Christi. Es ist spannend, dass uns Philipp Neri bis in die letzte Stunde seines Lebens eine Botschaft schenkt, die heute nur noch Hörende sucht und solche, die seine Botschaft nicht nur verstehen, sondern sie auch umsetzen.